Ja. Oh nein, es greift wieder an. Haben wir die Blaupause eigentlich von ihr? Mal kurz gucken. Jetzt schauen wir mal kurz in die Statistik rein. Ja, das dauert eh nicht so lange. So, alle Kongs Tiny. Nö, sie hat die Blaupause noch nicht, aber schon 3 von 5 Bananen. Okay. Gut, also Tiny ist durchaus auch schon sehr gut unterwegs, muss man sagen. Spannenderweise, ich habe keine Ahnung warum, aber naja. So. Munition, ganz wichtig. So, und dann... Genau, wir schwimmen hier gleich nach hinten. Hui! Da sind ein paar Kristallkokosnüsse, die nehmen wir natürlich schnell mit, weil wie gesagt, das ist einfach wichtig. Ja. Also nicht so ganz sauber, aber ein paar nehmen wir mit. Einfach nur damit wir sie mit haben. So, aber ich glaube da hinten, das haben wir mit Tiny auch schon. Ja, toll, jetzt kommt wieder der Ding. Diese Geschichte haben wir mit Tiny ja schon gemacht, oder? Ja, haben wir schon. Kann ich mich erinnern. Kann ich mich erinnern, okay. Was haben wir dann hier? Haben wir so irgendwie mit... Ne, es ist aber auch eine Tiny-Geschichte. Warum sehen die Bananen so komisch aus da drinnen? Hm. Verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel, ne? So, Tauschdings, aber die sind grün. So, und das, genau das haben wir auf jeden Fall schon geholt. Von hier nehmen wir jetzt mal schnell die Kristallkokosnüsse mit. Gut, okay. Reicht vorerst. So. Ja gut, dann haben wir hier eigentlich vorerst mit Tiny auch. Also ich meine, es gibt noch ein zweites Iglo, aber da können wir uns, glaube ich, rein teleportieren einfach dann später. Oder irgendwie so war das, ja. So. Da waren wir schon drin. Müssen wir nicht nochmal rein. Nervt nicht. Ja, der nervt echt ein bisschen, weil... Oh, der zieht gleich 2 Melonenstücke. Das ist ja nett. Komm, den lass mal lieber. Wenn er meint, dass er lustig sein muss, soll er weiter lustig sein, aber den lass mal lieber. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich hier reinkommen soll. Aber ich glaube, das können wir einfach mit irgendeinem Schalter können wir das zerstören. Hätte ich gesagt, ja. Dann kann Chunky hier mit dem Riesenfass, kann er sich groß machen und... Ja, dann kann er da das abheben und da ist dann wahrscheinlich eine Banane drin für ihn. Hätte ich jetzt behauptet, ne? Aber ich glaube auch, dass hier irgendwo noch ein Bereich ist, den ich noch nicht gefunden habe. Kamera, danke. So, da gehen wir jetzt noch nicht runter. Es fehlen immer noch massiv viel ein paar Bananen von Diddy. Aber eben nicht nur Bananen, sondern auch eine Banane, glaube ich, fehlt auch noch von Diddy. So, das ist Lanky. Kann ich da hochfliegen vielleicht? Nö, sieht nicht so aus, oder? Ja gut, bei Diddy wird das meiste dann herumgefliege sein. Das ist mir, es passt mir eh nicht so wirklich, aber naja. Was willst du machen? So, einmal darüber. Und runter da. So. Gut, wunderbar. Und das Vieh machen wir kaputt. Und wir holen uns hier mal wieder die Melone. Die Melone. Passt. So, was ist hier noch? Da drüben, stimmt, da drüben, da sind... Was ist das da oben? Ist das Donkeys Blaupausen Heinz? Ich glaube schon. Der Blaupausen Heinz, ne? Ja, jetzt komm, du musst doch nicht immer gleich hier so radikal werden und hier wieder deine Erdbebenattacken machen. Ach Gott, dieser komische Gegner da. Ist das jetzt alles Lanky? Kann mir das nicht vorstellen, dass das alles Lanky ist. Ja, Lanky, Lanky, Schalter, Lanky, Platte. Also das ist definitiv Lankys Eisburg, ja. Okay. Ich müsste den Stein mal aufheben. Da hinlegen. Was es auch immer bringen mag. Hm. Weiß nicht. Warum? Das verstehe ich nicht ganz, warum das hier Tiny Münzen sind. Das ist irgendwie voll unlogisch für mich. Na naja, gut. Jetzt sind wir leider wieder einen Weg umsonst gelaufen. Aber komm, wir haben dafür die Tiny Münzen mitgenommen. Die völlig unlogischen Tiny Münzen.
So. Und hoch da. Hoch da. Und nochmal hoch da. Und nochmal hoch da. Juhu. Super. So, gut, wir waren hier, aber hier nicht. Dann gehen wir hier drüben weiter. Schauen wir mal da nach unten, ob hier irgendwo was Tolles versteckt ist. Und da kann man da runterfallen. Ich versuche immer die Kamera irgendwie mitzudrehen. Also was ich die meiste Zeit mache bei dem Spiel, ist auf den C-Knöpfen herumzuhämmern. So. Gut. Hui. So, Funky. Gucken wir mal rein. Ja, dann kann man zumindest die Munition auffüllen. Yo, man. Tiny, ich hab nichts für dich. Außer Munition. Komm, gib's mir. Also, ich geb's dir, wollte ich eigentlich sagen. Ja, komisch. Hm. Gut. So, dadurch waren wir auch schon. So, irgendwie waren wir hier schon überall. Na gut, wobei, nein, Tiny hat auf jeden Fall da hinten noch. Das haben wir bei Tiny definitiv noch nicht geholt, ja. So, die Geschichte da. So, die Frage, wo ist das Tiny-Instrument? Also, das ist Chunky, okay. Ja, toll, wieder Mega-Explosion. Da kommt wieder hier das Trommeln des bösen Feindes. So. Wie gesagt, ach doch, das ist sie. Juhu! Düb, 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 schüb, die düb. Yeah! Und die Tür öffnet sich. Die Bienen im Hintergrund. Das ist so ein lustiges Geräusch. Was, kein Zeitlimit? Was ist denn da los? Also, die sind so. Ja, treffen müsste ich. Hm. So, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Mehr Glück als Können eigentlich. Um Verstand geht es ja sowieso nicht. So. Gut. Wo lebt noch einer? Oh, guck mal, da ist ein Ball. Oh, da ist ein böses Krokodil. Böses Krokodil. Lass das. So, genau. Haha. Aber was macht der Ballon da? Ah, eine Banane auf jeden Fall mal. Ja, sage ich nicht nein. Tja. Keine Spielchen mit mir, du seltsamer Ballon. So. Sehr gut. Super, dann sind wir schon bei 4. Dann hat Tiny es eigentlich auch schon durch. Brauchen wir nur noch hier im Blaupausen Heinz, ja, wo der jetzt auch immer ist. Aber da müsste er irgendwo hier in der Nähe eigentlich sein. Und dann ist Tiny auch schon durch. Super. Haben wir wieder nur die, wo wir irgendwie. Ja, gut, wir wissen noch nicht, ob wir alle Bananen von Tiny finden. Aber ich gehe mal davon aus, dass die hier wahrscheinlich sind, ja. Haben wir hier jetzt noch irgendwo. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Nö. Sieht gut aus. Sieht leer aus. Schön. Schön, schön. Und wir haben aber trotzdem, es fehlt ein bisschen an. Ja, komm, wir restaurieren nochmal unsere Energie. Sehr gut. So, und ich glaube, von Tiny war der Blaupausentyp auch hier irgendwo oben. Ich lasse die Kristallkokosnüsse jetzt bewusst mal alle ein bisschen liegen, weil. Immer dann, wenn ich welche brauche, habe ich keine mehr und deshalb, ja, lasse ich sie lieber liegen, dann kann ich sie sammeln. Das ist ein bisschen nervig, ist das ja schon, ne? Das ist Donkey, das haben wir eh damals schon geholt. Munition ist, kann ich darüber? Nein. Munition ist nicht so schlimm, weil Munition kann ich zur Not immer bei Funky nachholen. So. Achso, da sind wir raufgekommen. Oh, 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 oh. Ist das da oben Tiny's Blaupausen-Heinz? Hm? Ja, sieht gut aus. Oder ist das blau? Das ist, glaube ich, blau. Oder spiegelt das nur so seltsam? Hui! Ja, es ist definitiv blau. Ne, das war Violett. Okay. Ja, wenn das so ist. Alter, bleib!
80. Gut, es fehlen mir immer noch 20 Bananen. Ja, das ist jetzt toll. Wo soll ich jetzt 20 Bananen für Tiny herbekommen? Tiny? Wo sind deine fehlenden Bananen? Das ist jetzt wieder spannend. Wir mal da oben gucken. Wo soll ich jetzt von Tiny noch 20... Ich meine, ich habe jetzt... Ich habe schon alle Bananen von ihr. Ach, also alle goldenen Bananen, weil ich gebe die Blaupause noch ab, dann habe ich alle Bananen von ihr. Goldene Bananen. Aber wo sind bitte... Wo finde ich noch 20 andere? Ah, da ist Teleporter Nummer 5, okay. Führt der schon wohin? Der führt noch gar nirgends hin. Es muss also... Ah, vielleicht in dem Eisschloss von Chunky. Nicht von Chunky, von Lanky. Dass da drinnen vielleicht auch andere Leute rein können. Und da der 5er-Teleporter drinnen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Weil wo... Ja, ich sage, ich habe echt noch einen kompletten Bereich, glaube ich, vergessen. Oder habe ich noch irgendwo offen, den ich noch nicht gefunden habe? Haben wir einen anderen Teleporter, wo ich mich zurück teleportieren kann? Weil komm, dann gehen wir eben mal... Ja, dann holen wir uns hier von Tiny nochmal schnell die... die letzte goldene Banane. Vom Blaupausen... Snyder... Snipe? Wie der auch immer heißt. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Nein, lass das. Da, schnell rüber. So. Nummer 2. Juhu. Ach nee, nicht schon wieder Erdbeben. Trommel, 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 Trommel. So, schnell rein da. Und eine neue Banane für die Blaupause. Danke. Also dauert ein bisschen noch. Jetzt aber. Oh, saubere Arbeit, Kong. Mädchen. Drehende Kurbel. Damit wird ein Finger in Bewegung gesetzt. Guckt euch diesen Finger an. Er fährt Richtung eines Schalters. Quietsch. Es quietscht. Ich muss das Ganze mal wieder ölen. Er drückt auf den Schalter. Dann schlägt der Hammer auf den Pöbel. Auf den Pömpel da, ja. Und eine Banane erscheint. Ja, wunderbar. 122 Bananen schon. Sehr schön. Ja, geh mal raus. So, aber ich glaube, für Tiny war es das jetzt hier erstmal. Ja. Und dann gehen wir auf Lanky. Ich glaube, der hat relativ viel zu tun hier. Das andere im Laufe jetzt mal kurz nochmal zum Eingang, weil da liegen ja ein paar Bananen von ihm herum. Die wir natürlich auch gleich einsammeln. Ich meine, es sind nicht viele. 2. Ja, 5. Wow, 5 Bananen. Ja gut, die hätten mir nachher wieder gefehlt, ne? Da, 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 da. So, der Vollständigkeit halber gucken wir, ob da noch welche sind. Aber ich glaube, da ist ja sonst gar nichts, außer das, genau, außer das Zeugs von Chunky. Gut, dann weiter. So. Ja, dann zuallererst ganz zurück. Ich laufe trotzdem wieder bewusst das ganze Level, weil dann fällt mir vielleicht auf, wenn ich irgendwo Bananen oder so übersehen habe. Auch von anderen Charakteren, das fällt mir nicht mehr auf, wenn ich durchs Level laufe. Darum laufe ich ganz gerne immer durchs Level. Ach hey. Nein. Es kommt wieder ein Angriff. Boah, ich tauche lieber unter. So, wir beginnen gleich mal hier mit unserem tollpatschigen Freund hier das Dingens zu öffnen. Wo ist denn die Trompete? Triangel? Trompete, ja. Mach mal. Hey, DK Power. Und die Tür öffnet sich. Huch. Ja, geh mal rein. Ach, kein Counter. Ach, bin ich froh.
Oh, kommen wir da hoch? Ja. Okay. Ein seltsames Bauwerk ist hier. Und ein Lanky-Ballon. Hui! So, sehr schön. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Wo ist er, der Ballon? Da. Gut. Und da unten war noch eine Banane. Die müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Die da. Warum ist hier eine... Da wäre ich doch definitiv ohne Flugplatte auch hochgekommen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö, sieht nicht so aus. Oh, wie komme ich hier wieder raus? Ja, das ist ja doof. Muss ich da zuerst die ganzen Biberfreunde kaputt machen? Nö. Oder offensichtlich schon. Dürfte ich jetzt hier bitte wieder raus? Hallo? Ja, gut, da... Ja, okay. Oh. Ups. Ich glaube, ich hätte da so gar nicht hoch sollen. Ups. Ja, das haben sie ein bisschen zu wenig hochgemacht. Da kann ich nichts dafür, ja. Da habe ich jetzt meine Sprungfähigkeiten so ausgenutzt. Einfach Wahnsinn. Trickst ja voll das Spiel aus. So, was haben wir denn hier eigentlich sonst noch? Ah, da wären noch ein paar Tiny Münzen gewesen. Toll. Moment, die holen wir uns schnell. Oder? Ach, nö. Nö. Wie gesagt, Münzen haben wir so viel, das zahlt sich echt nicht aus. Ich frage mich aber trotzdem noch, wie wir hier reinkommen sollen. Das ist echt noch eine interessante Geschichte, aber vielleicht wird die dann bald mal gelüftet. Naja. Ich frage mich auch, ob wir diesen Keulentypen irgendwann mal besiegen. Da. Du wirst hin. Genau, also so in etwa. Hui. So, und ich schaue jedes Mal wieder rein, obwohl das eigentlich keine Lanky-Geschichte ist. Nein, komm raus wieder. So, aber das wird jetzt spannend, weil das ist eine Lanky-Geschichte und da muss ich jetzt... Na toll. Hui. Waren nur Bananen, okay. Schade eigentlich. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet. War da vielleicht wirklich, vielleicht sonst noch irgendwo ein Fass oder so? Nö, kein Fass. Gut. Hui. So. Und wieder schön runter und in dem, den anderen Weg weiter. Und jetzt kommen wir dann bald in die Lanky Eisburg, ja. Ach, hey. Uhu. Oh, Lanky, du bist so schnell. So, jetzt wird spannend. Lanky Eisburg. Drück. So, dann gucken wir mal rein in die Lanky Eisburg. Ach, hey. Ich ahne Schlimmes. Ah. Oh mein Gott, was ist denn das? Oh, hey, Lanky. Nicht sehr spannend, in diesem Iglo festzusitzen. Deswegen habe ich mir zum Zeitvertreib ein Spiel ausgedacht. Lass uns eine Runde wagen, sonst sterbe ich vor Langeweile. Ja. Siehst du diese Platten? Dreh so viele wie möglich. Yippie, los geht's. Ja, wie jetzt? Ja, ja, ja. Alter, ich rutsch hier. So, ich muss wahrscheinlich nur mehr als er haben. Deshalb drehe ich einfach seine alle wieder um. Ja, weil ich bin ein Arschloch. Ist voll das tolle Spiel, Blobber. So. Zack. Einfach seine immer wieder schön umdrehen. So. Sollte das alles kein Thema sein. Immer seine schön umdrehen. Haha. Achso, wollte er seine umdrehen. Tja. Gut. Ist egal. So. Ist egal.
Wir sind noch in Führung und ich glaube, Führung zählt. So. Solange der mich nicht angreift. So, einer. Oh. Ja, komm, der hat noch gezählt. Gut, wir sind gut, habe ich das Gefühl. Yay! Oh nein! Ich habe tagelang an diesem Spiel gesessen. Du schlägst mich. Du bist kein wahrer Freund. Nimm deinen Gewinn und hau ab. Aber schnell. Oh, Banana. Ja, es tut mir leid. Aber es war einfach zu leicht. Aber die fehlen überhaupt noch. Ja, irgendwo muss noch ein Bereich sein, den wir übersehen haben. Da kommen wir wahrscheinlich mit Diddy hin, wenn wir fliegen. Könnte ich mir gut vorstellen.